zwei besondere Christusdarstellungen haben wir in unserer Kirche, die eigentlich verdeutlichen, wo die Akzente auch bei uns in der Gemeinde sind. Den guten Hirten, wo Menschen zu uns kommen und sich hier wohlfühlen, in Gruppen, in Kreisen und auch mit ihrer Spiritualität bei uns aufgehoben fühlen. Und mittags bin ich mir gekommen, ich habe zwei Frauen verloren, die ich sehr geliebt habe. Ja. Und da bin ich das erste Mal zum Mittagstisch gekommen. Und wenn sie immer alleine am Tisch sitzen, Frühstück essen, Mittagessen, das ist zum Kotzen. Das ist ja wirklich ab. Also ganz gut angenommen wird ja hier mein Kaffee Gute Laune. Das ist einmal im Monat, von 15 bis 17 Uhr. Da treffen sich zwischen 20 und 35 Frauen zum gemütlichen Beisammensein. Die andere Darstellung ist der Christus ohne Arme, der den anderen besonderen Akzent unserer Gemeinde verdeutlicht. Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit zu tun, geht auf ein mittelalterliches Gebet zurück. Das verdeutlicht auch das Engagement unserer Gemeinde, dass wir Christi Hände, Arme, Füße, Sinne sind, die auf die Menschen in unserer Gemeinde zugehen und auch jene besuchen, die nicht zu uns kommen können, aus welchem Grund auch immer. Ja, also auffällig in der allgemeinen Sozialberatung ist es, dass es immer mehr sehr einsame Menschen gibt. Das sind teilweise ältere Personen, die nach dem Tod des Partners oder des Ehemannes oder der Ehefrau allein zu Hause sind und der einzige Besuch ist der Pflegedienst, der vorbeischaut, und alle anderen Kontakte brechen einfach ab. Ja, was wollen wir jetzt anders machen? Was wollen wir mit dem Projekt erreichen? Wir wollen das Netzwerk, das wir auch schon haben, intensivieren. Es gibt ja viele Player, die in dem Bereich Akteure in unserem Ort unterwegs sind. Da ist die Caritas, da ist eine Bürgerstiftung, da ist die Stadt natürlich auch. Da sind verschiedene Familienzentren, die auf Familien zugehen und Angebote machen. Und natürlich auch die Diakonie. Ja, ich leite die Eltern-Kind-Gruppen hier im Familienzentrum Archenoa. Unter anderem haben wir auch ein Café für junge Eltern, wo sie sich treffen können, sich austauschen können, die Kinder können ein bisschen spielen. Ja, unser Ziel ist es eigentlich auch noch mehr Eltern mit ins Boot zu holen, hierher ins Café zu kommen. Viele scheuen sich, das Angebot aufzusuchen. Was ist innovativ an dem Projekt? Kirche verändert sich, neue Strukturen, wir müssen anders arbeiten, wir müssen neue Methoden ausprobieren. Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir mal anders vorgehen als sonst, dass wir nicht immer der Pfarrer steuert alles und macht alles, das geht in Zukunft nicht mehr, sondern wir müssen mehr im Team agieren, mit Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen gemeinsam. Ziel ist, dass in der Flut der Angebote wie über die Flut hinaus auch wirklich in den Herzen jener Menschen die Sonne wieder aufgehen lassen können. Gerade so wie sich es bei uns in dem Bild der Arche Noah mit der Sonne, die nach dem großen Flut wiederfindet. So machen wir. Genau. Gemeinsam dann einsam. Das ist ein wunderbarer Titel und ein fantastischer Aufruf.